In den letzten Tagen konnten wir immer wieder Buckelwale beobachten. Man erkennt sie an ihrem hohen, senkrechten Blas und ihrer kleinen Rückenflosse. Außerdem besitzen sie die längsten Seitenflossen unter den Walen. Die Buckelwale gehören zur Familie der Bartenwale. Der Name stammt von den Barten in ihrem Maul, mit dem sie Krill und kleine Fische fangen. Dafür bauen sie zusammen ein Netz aus Blasen. Diese äußerst sozialen Tiere jagen immer in der Gruppe. Ihre Jagdmethoden geben sie innerhalb der Familie genauso weiter wie ihre Dialekte. Sie befinden sich auf der permanenten Reise zwischen ihren nördlichen Fressgründen und den südlichen Paarungsgewässern. Wenn sie sich im Süden befinden, nehmen sie allerdings keinerlei Nahrung zu sich. Die Buckelwale geben den Forschern noch zahlreiche Rätsel auf. So ist zum Beispiel ungeklärt, wofür sie ihr zweites Blasloch benutzen. Ebenso unklar ist, wie sie es schaffen, sich zu orientieren und über tausende von Kilometern miteinander zu kommunizieren.